fühlt er sich zu Hause, die Großstadt ist sein Metier. Mit dem aktuellen Citaro G zeigt Mercedes-Benz eindrucksvoll, was heute in einem Linienbus möglich ist. Und bereits sein Äußeres signalisiert, hier kommt etwas ganz Besonderes. Der Gelenkbus ist nicht nur länger als seine 12-Meter-Geschwister, er fährt auch mit jeder Menge zusätzlicher Technik vor. Hier einige Fakten. Fahrt über die Glienicker Brücke. Wo früher Agenten ausgetauscht wurden, zeugt heute nichts mehr vom Kalten Krieg. Dafür geht es heiß her in Sachen Omnibus-Innovation. Beim Supertest von Omnibus Revue und Busfahrermagazin konnte das Fahrzeug zeigen, was in ihm steckt. Das ist natürlich jede Menge Komfort für die Fahrgäste, die sich auf einen klapperfreien und hellen Innenraum freuen können. Und das ist ein rundum gelungener Arbeitsplatz für die Fahrer. Der Instrumententräger ist eine Mercedes-eigene Entwicklung und orientiert sich an den VDV-Richtlinien. Der Fahrer sitzt höher, was nicht nur die Übersichtlichkeit im Verkehr verbessert, sondern auch die Position stehenden Fahrgästen gegenüber. Der Testbus besaß eine recht weit nach vorn reichende Trennscheibe, eine wirksame Lösung, um gegen Übergriffe von Passagieren oder auch gegen Witterungs- und Bilben zu schützen. Und das Kassieren funktioniert auch noch gut. Die Kabinentür wird beim Testfahrzeug elektrisch per Magnet gesichert. Ein Knopfdruck entriegelt die Tür, die nach hinten geöffnet wird, auch das zum Schutz des Fahrers. Die beiden Einfüllstutzen befinden sich auf der rechten Fahrzeugseite. Direkt über der zweiten Achse vor dem Gelenk wird der Dieselkraftstoff eingefüllt. Geht man ein paar Meter weiter nach hinten, erreicht man den AdBlue-Einfüllstutzen. Beide Öffnungen in unmittelbarer Nähe zu positionieren, wäre zwar komfortabler, lässt sich aber gerade bei einem Niederflurbus mit seinen beengten Platzverhältnissen nur schwer verwirklichen. Mit dem OM470 steckt ein wahres Kraftpaket im Heck. Satte 1900 Newtonmeter holt der Motor aus gerade einmal 10,7 Litern Hubraum. Das sind dann 394 PS. Zusammen mit dem ZF Ecolife eine gelungene Kraftstrangkombination. Interessant übrigens, ab Euro 6 sind alle Leitungen im Motorraum aus Metall, so auch die Kraftstoffleitungen. Das hat mit den höheren Temperaturen zu tun, die hier herrschen. Gut zu sehen auch die Brandmelde- und Brandlöschanlage. Hinten links erreicht man über Serviceklappen den Kühler und weitere Aggregate, die zum Antrieb gehören. Kleines Detail am Rande, der Gelenkbus besitzt eine Rückfahrkamera. Ebenfalls links, hinter der Achse 2, befindet sich der Zugang zum Zusatzheizgerät für Wartungsarbeiten. Die beiden Batterien sitzen beim Citaro ja normalerweise vorn links unter dem Fahrer, nicht so beim Gelenkbus. Hier werden sie direkt hinter dem Faltenbalg auf der rechten Fahrzeugseite untergebracht. Okay. Direkt darüber ist gut zu sehen das Rekuperationsmodul. Das macht ja den Citaro sozusagen zum Hybridbus. In der Schubphase ohne Kraftstoffeinsatz erzeugter Strom wird gespeichert und dann in der Zugphase des Busses zur Energieversorgung von Nebenverbrauchern, wie zum Beispiel dem Gebläse oder der Beleuchtung genutzt. Einfach ausgedrückt erleichtert es die Arbeit der Lichtmaschinen, was ja letztlich Kraftstoff spart. Der Citaro ist ein sehr sicherer Bus. Fahrgäste und Fahrer sind durch einen sehr stabilen Aufbau geschützt. Im Bug sorgt der hier rot markierte Frontaufprallschutz für Sicherheit. Ebenfalls ein sehr interessantes Detail ist hier zu sehen. In den vergrößerten Behälter für das Scheibenwischwasser sind die Halterungen integriert für zusätzliche Pumpen. Der Testbus hatte mit seinen Xenon-Scheinwerfern ja eine Scheinwerferreinigungsanlage und so klipst man einfach die dafür notwendige Pumpe hier ein.
Mitgedacht haben die Entwickler auch beim Auffahrschutz. Der Auffahrschutz, der hilft uns, wenn man mal unbeabsichtigt über einen Randstein auffährt und doch mal einen Aufsetzer hat, weil das ist praktisch unser kostengünstiges Opfer. Der steckt so ein paar Schleifer weg, ohne dass man einen großen Lackschaden oder Metallschaden hat. Und soll der wirklich mal abgenutzt sein, lässt es sich ganz leicht austauschen. Ich habe den hier mal ausgebaut liegen. Und die Verschraubung, die ist nämlich auch hier versenkt. Das heißt, wenn der Schuh abgenutzt ist, ist die Schraube immer noch in dem versenkten Bereich und auf jeden Fall leicht zu lösen. Und der Schuh lässt sich dann auch ganz einfach austauschen und ist unser Teil zu den Total Costs of Ownership. Am Dachbereich vorne links gibt es eine kleine Regenrinne. Die schützt den Fahrer, wenn er sein Seitenfenster geöffnet hat, vor eindringendem Wasser. Von außen kaum zu erkennen, der Faltenbalg ist teilweise transluzent, also lichtdurchlässig. Warum nur teilweise? Mercedes sagt, gerade im Dachbereich gibt es sehr schnell nur schwer zu reinigende Verschmutzungen. Mit der Lichtdurchlässigkeit in Fensterhöhe soll es dennoch ausreichend hell bleiben. Für einen Linienbus besitzt der Citaro erfreulich viele Ablagen und Fächer. Zwar gibt es viele Schalter, doch die sind logisch angeordnet und dürften keinen überfordern. Sogar eine Lenkradbedienung ist integriert. Sehr schön sind die Außenschwenkschiebetüren. Nur an Tür 1 versperrt der vordere Flügel im offenen Zustand die Spiegelsicht. Die Knickwinkelsteuerung des Citaro übrigens sucht ihresgleichen. Sie hält den Bus sowohl in Extremsituationen als auch bei normaler Fahrt sicher in der Spur. Zur IAA Nutzfahrzeuge in diesem Jahr gibt es zudem eine neue Version. Wie lassen sich unsere Städte auch noch in Zukunft lebenswert gestalten? Dem ÖPNV fällt dabei eine Schlüsselposition zu. Und hier spielen Gelenkbusse eine wichtige Rolle. Es geht darum, die Autofahrer zum Umdenken, zum Umsteigen zu bewegen. Und das schafft man nur mit attraktiven Fahrzeugen, einer intelligenten Verkehrsinfrastruktur und einer Vernetzung verschiedener Mobilitätskonzepte. Der Citaro G ist bereit für die Zukunft. Fahren wir noch eine Runde.